Und willkommen zurück hier bei TKKG. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir uns am Set umsehen sollen. Das Set sind drei Schauplätze. Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal vorne an. Und gucken, ob wir was finden. Okay, hier, da kommen wir sowieso wieder nicht rein, ne? Vermutlich. Hallo, Sie! Nee. Juhu! Hm? Also, da soll mich doch... Freund, hier wird nicht gejuhutet. Wo sind wir denn? Auf der Kirmes? Ich möchte sofort meine Ruhe haben. Sofort! Ja. Entschuldigung. Sehr gut. So. Wie ist der denn drauf? Ein Klopfen. Keiner da. Okay. So, ansonsten hier. Das sieht ja eigentlich verdächtig aus. Da könnte man ja bestimmt viel verstecken. Auch im Mülleimer, aber... Ist jetzt nicht der Fall. Okay. Einlassquiz. Okay. Eigentlich auch nicht. Das wird hier überwacht. Also ist das ja eigentlich auch unsinnig. Ah, da steht er wieder. In dem LKW wahrscheinlich alles. Hier kommen. Da kann man nicht. Da. Okay. Bekommt Mikey Hobler Ärger, wenn er nicht bald auftaucht? Er hat den Bogen wirklich überspannt. Was geht bloß in dem Jungen vor? Mal hü, mal hot. Jetzt bekommt Mikey eine Lektion fürs Leben. Wir schreiben ihn aus der Serie raus. Niemand ist unersetzlich. Diese Vorstellung behagt mir nicht. Tja, okay. Das kann er später erfahren, wenn er dann wieder bei Kräften ist oder so ähnlich. Ging es in der Serie schon einmal um Drogen? Des Öfteren. Wie im realen Leben auch. Natürlich nicht bei uns am Set. Mal abgesehen vom Kaffee und der Zigarette vom Studio und dem Bierchen nach Feierabend. Ja, ja, aber das ist ja alles legal. Genau, sind aber trotzdem Drogen. Hm. Verschlossen. Okay, das heißt, er kommt auch nicht mehr zurück. Ja, hier ist jetzt auch nichts Spannendes. Also, soweit. Ist Mikey ausgezogen? Ausgezogen ist das richtige Wort. Er hatte sich in seiner Garderobe häuslich niedergelassen. Und dann hielt er sich eine Tarantel. Als er mir frech kam, habe ich das seltsame Gespann auf Weisung der Direktion rausgeworfen. Ich hoffe, Mikey nimmt meinen Rat an und kehrt zu seinen Eltern zurück. Auch wenn er volljährig ist. Das glaube ich weniger. Im Übrigen, es war eine Martinique-Baumvogelspinne. Ah ja. Abgesperrt. Ist okay. Gut, so, hier gibt's jetzt auch nichts mehr. Okay. Schade. Aber der Typ weiß bestimmt irgendwas. Haben Sie Mikeys Garderobe mal inspiziert? Du meinst, nachdem ihr Kinder drin wart? Mir entgeht hier nämlich nichts. Ja, ich habe sie inspiziert. Millimeter für Millimeter. Hätte etwas gefehlt oder wäre etwas mutwillig zerstört worden, hätten wir es Mikey wie immer in Rechnung gestellt. Ich frage mich, was er sonst mit der ganzen Kohle macht, die er bei uns verdient. Offenbar verprasst er seine Gage. Oder er legt sie gut an. Er könnte sich gut ein Hotelzimmer leisten. Tja, wahrscheinlich. Er hat das beste Hotel genommen. Hm. Na gut, okay. Das war's auch nicht. Gab es eine Panne? Nichts, woran ich nicht gewöhnt wäre. Sie bringt ja so leicht nichts aus der Ruhe. So, okay, das passt auch nicht, das auch nicht. Ist alles nichts. Also, wir können ja eigentlich nur mit dem Typen reden. Dann hinten natürlich auch nochmal, aber... So, Gab es eine Panne? Kennen Sie Patrick Patou? Den... Komm. Wir wollten ihn mal als Gaststar für Lima gewinnen. Von seiner überzogenen Gagenforderung abgesehen, er fühlte sich schon bedrängt, sobald ihm ein Assistent folgte. Das nervte uns wiederum dermaßen, dass wir die Idee verwarfen. Eher sehe ich ihn wohl auf der Mattscheibe wieder als hier auf dem Gelände. Das muss ja ein sonderbarer Zeitgenosse sein. Tja. Okay. Ja, ist vielleicht einfach nur menschenscheu. Und mag nur die Kamera oder so. Kann ich schon mal zum Set? Noch wird gedreht. Kümmer dich um Heberlein. Er hat Arbeit für dich. Ah, okay. Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Soll ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Wie sieht es mit meinem... Mikey Hobler hat sich in Luft aufgelöst, also werden wir improvisieren. Wir suchen einen Ersatz.
Vielleicht wäre ein Recast generell die beste Lösung. Oder wir schreiben die Szene um und bauen den verlorenen Bruder ein. Soll mir recht sein. Okay. Solange ich noch drin vorkomme. Das heißt, wir könnten uns mit Tim, glaube ich, bewerben. Soll ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Er ist ein Faktotum, ein Relikt, ein Überbleibsel aus den glorreichen 50er Jahren. Alle hier sind jünger als er. Wir haben ihm viel zu verdanken. Das Leben hat es nicht gut mit Heberlein gemeint. Wir hier geben ihm das Gefühl, nicht zum alten Eisen zu gehören. Das sind wir ihm auch schuldig. Okay, dann helfe ich ihm fleißig, seine Marotten zu pflegen. Gut. Mensch, Tim, sei doch nicht so genervt davon. Das geht doch gar nicht. Nee, wir können ja erstmal gucken, ob wir hier so einen Recast bekommen. Oh, und die Apotheke war ausgegraut. Ja, nichts. Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Woher stammt die Bezeichnung? Vermitteln Sie auch... Nein. Okay, nee, das ist nichts. Okay, wir können uns nicht bewerben zu einem Recast. So, halt, nee. Das war der falsche. Und zwar dann Daily Soap. Hier vorne ist es. So, hier gibt's natürlich wieder nichts. Ah, da bist du ja, Tim. Ah. Immer dieses Rein und Raus. Es gibt Arbeit. Oh, die Fotos an den Wäscheleinen. Ich sehe schon. Gut, okay, was machen wir denn damit? Damit es bei Dreharbeiten keine Anschlussfehler gibt, werden am Set Fotos gemacht. Alles dreht sich um die Frage, was stand zuletzt wo und wie sah es aus? Nun sortier mal schön. Und in welcher Reihenfolge? Bei den Sets zuerst das Kaminzimmer, dann das Bad und zum Schluss die Küche. Okay, Kaminzimmer, Bad, gut. Kamin, Bad, Küche. Innerhalb des Sets hätte ich bitteschön alles gern nach Datum geordnet. Ja, das Aktuellste zuletzt. Na schön, Sie können sich jederzeit überzeugen, ob ich richtig liege. Küche. Kamin. Kamin. So, hier soll jetzt... 9. Bad. 22. Küche. 21. Küche. Küche. Da. Küche. So, hier ist Bad. 9. 8. ist hier. Badezimmer. Badezimmer. Na komm. Badezimmer. Was ist das? Zwei Auge? Küche. Küche. So, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 21, 22, ist ja alles Januar, ne? Ja, sieht so aus. Was meinen Sie, Herr Heberlein? Ist das so richtig? Oh, ja, das stimmt so. Seltsam, seltsam. Der Joghurtbecher ist verändert worden. Er war sowieso angebrochen, aber er sollte aussehen wie frisch gekauft. Okay. Wer hat den denn geöffnet? Schlamperei! Auch wenn das am Bildschirm niemand merkte, mich stört's. Aber wer sollte denn wegen eines leeren Joghurtbechers Ihre Arbeit entweihen? Okay. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Dann erzähl doch mal, Tim. Okay, hier kommen wir wieder weg. Hier drauf kommen wir ja nicht weiter. Das bringt ihm auf eine Idee. Komm, dann erzähl mal. Kommen wir nicht drauf? Gut, dann gehen wir mal zurück. Eine Idee. Ja, hier die Apotheke ist ausgegraut. Vielleicht bei der Castingagentur oder was? Weil hier so Sachen stehen? Aber da kommen wir nicht drauf oder dran. Vermitteln Sie aus... Nein. Okay. Das brauchen wir nicht. Okay. Nicht die Daily Soap. Ich komme von Herrn Heberlein. Okay. Da stimmt was nicht mit einer Requisite im Kühlschrank. Das geht in Ordnung. In der Küchenszene ist zurzeit niemand. Sieh dich ruhig um. Deine Rolle wird später darin bestehen, auf der Küchenzeile zu sitzen, die Beine baumeln zu lassen und lecker auszusehen. Lecker. Na, mal sehen, ob ich diesen gewagten Stunt gewachsen bin.
Cool. Nur mit Sahne. Hier im Set werden wir also drehen. Ja, ja. Das ist also die Küchenszene, in der ich auftreten werde. Okay. So, hier im Schrank. Der Kühlschrank kühlt gar nicht. Alles Attrappe. Mhm. Der ominöse Joghurtbecher. Ja, dann guck leer. Rein. Oder was ist das da ganz unten? Ah, Pilze. Das sieht mir aus wie ein getrockneter Pilz. Den Rauschpilz gibt es also nicht bloß in Tabletten. Tja. Hier war demnach Mikeys Versteck. Ich muss zu Heberlein. Als Requisiteur sollte er mitbekommen haben, wer hier etwas für Mikey deponiert hat. Dann mal zurück. Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Soll ich immer noch zu Herrn Heb... Soll ich... Nein. Ist nichts. Also, dann wieder zurück. Jetzt macht es Sinn, warum wir ihn sollten. Hm? Oh. Könnte das mit dem Joghurtbecher Mikey Hobler gewesen sein? Gut möglich. Erst neulich habe ich gesehen, wie er davor stand und sich immer wieder umsah. Das war kurz nach seinem Gespräch mit, aber Moment mal, du gehörst nicht zu unserer Zunft. Oder solltest du auf einmal Schauspieler geworden sein? Nein, ich bin bloß ein kleiner Statist und Handlanger. Mist, wir waren so nah dran. Tja, also war es jetzt die falsche Frage oder müssen wir da noch was machen? Wir probieren es einfach gleich nochmal und hoffen, dass wir mit den anderen Fragen das dann besser hinbekommen. Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Was halten Sie von Maya Kleinschmidt? Früher hatten die Mädchen mehr Pep. Aha. Okay, das war ziemlich kurz. Hier ist sonst soweit nichts, okay. Oh, halt, halt, halt. Ich sehe da was. Ich will zurück. Nein, ich will zurück. Okay, nochmal hin. Hoffentlich ist noch da. Hier, die Maske leuchtet. Ah, Sie sind da. Ich bin der Statist Tim. Werde ich von Ihnen geschminkt? Tim, du hast ja einen tollen Teint. Wir müssen nur sehen, dass dein Gesicht nicht glänzt. Ich verspreche, nur mit meiner darstellerischen Leistung zu glänzen. Ja, ja, ja. Können wir die auffragen? Soll ich meine Klamotten für die Szene anbehalten? Haben Sie auch mit Actionfilmen zu tun? Unter anderem. Ich schminke und frisiere adrett die Serienstars und bin auch für einige Special Effects verantwortlich. Wenn du in einem Film siehst, dass Blut fließt oder Monster herumlaufen, das könnte ich gestaltet haben. Dann sind Sie Jungbrunnen für die einen und Albtraum für die anderen. Voll krass. Tja, super. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hinsetzen können wir uns nicht. Müssen wir wahrscheinlich mit Karl auch nochmal zu ihr. Hier nochmal eine Frage. Wie finden Sie Herrn Centurius? Fähiger Mann. Er weiß sich durchzusetzen. Ihm verdanke ich, dass ich in meiner gewohnten Umgebung bleiben darf, anstatt in einem Altersheim vor mich hin zu vegetieren. Sie müssen ihn sehr beeindruckt haben. Okay. Oder vielleicht schützt er ihn deshalb auch. Da kommen wir nicht mehr rein. Okay, dann stellen wir jetzt hier gleich nochmal die Fragen. Was haben wir noch? Wie finden Sie Herrn Centurius? Was halten Sie Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Wir drehen alles so schnell, dass keine Zeit bleibt, ständig auf die Anschlüsse zu achten. Je weniger Zeug in der Dekoration herumliegt, umso weniger Fehler machen wir in den Anschlüssen. Das bedeutet, wo eben beispielsweise noch eine Zeitung lag, muss sie auch in der anschließenden Szene liegen. Das ist wichtig. Und ich dachte schon, in der Szene geht es um Reinlichkeitsfanatiker. Tja, so, okay. Das da und jetzt die andere Frage nochmal. Mhm. Soll ich meine Klamotten für die Szene anbehalten? Das kommt alles runter. Wir brauchen dich so, wie du bist. Ohne Winterklamotten, also nur Jeans und eventuell verpassen wir dir ein weißes Hemd, damit du deine Brust zeigen kannst. Puh, oh Mann, für einen Moment dachte ich schon, ich muss nackt drehen. Tja, ja.
Gut, so, nee. Eine Frage hatten wir, glaube ich, noch bei ihm, ne? Und dann probieren wir mal mit den anderen hier rein zu kommen. Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Regisseur, Maskenbildnerin, Tonmann, Kameraleute, Aufnahmeleiter, Regieassistent, Bühnenbauer, Kabelträger. Die meisten wirst du gar nicht bemerken. Ach ja, und meine Wenigkeit. Meistens jedenfalls. Man wird ja nicht jünger. Donnerwetter! Okay, sehr schön. Ja, das ist das. Das brauchen wir nicht. Gut, mit den anderen kommen wir ja eh nicht rein, aber dann gehen wir noch zur Maskenbildnerin auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Quizkandidat. Als Kandidat wirst du ganz schön ins Schwitzen kommen. Halt mal still, ja, schon besser. Das ganze Puder oder eher allergisch? Wie läuft die Arbeit im Team? Mal lachen wir zusammen, mal weinen wir zusammen. Wir sind wie eine Familie. Mit allem drum und dran. Okay. Gut, und dann nochmal hin. Gibt es eine spezielle Garderobenfrau? Die Kostümbildnerin und ihre Assistentin sind heute bei einem wichtigen Außendreh. Also kümmern sich ausnahmsweise der alte Häberlein und ich um die Kostüme. Mit Herrn Häberlein auf Tuchfühlung? Die überlasse ich lieber Ihnen. Ja, oder gehen wir und probieren wir es doch nochmal und sagen, hey, wir brauchen ein... Hallo? Hallo! Was? Ah. Was hast du hier verloren? Scher dich raus! Okay, okay. Er hat wieder alles versaut wegen dem Rumschreien. Naja, gut. Dann war es ja wohl nicht ganz so wichtig. Also. Nein, Schwesterherz, ist noch nicht angekommen. Und wegen Mikey, da muss eben ein Recast her. Oder dieser jüngere Serienbruder. Der war doch eh geplant. Ja, ich weiß. Stars wachsen nicht auf Bäumen. Du, ich muss Schluss machen. Adele. Okay. Einen schönen guten Tag. Ich bringe eine Lieferung für Frau Tina Marie Abendroth, die Maskenbildnerin. Das bin ich. Na, tritt ein. Bring Glück herein. Sehr gern. So, dann geben wir ihr doch mal ihr Schminkköfferchen. Hier. Bitte sehr. Mit freundlichen Grüßen von der Castingagentur Goodwill und von mir, Willi Sauerlich. Ach, mein Kosmetikköfferchen. Ich habe es also doch bei meiner Schwester stehen lassen. Danke vielmals, Willi. Und ich dachte schon, ich hätte nur noch Pech, weil doch mein großer Spiegel kaputt gegangen ist. Wie ich sehe, haben Sie Ersatz gefunden. Tja, okay. Endlich mal ein Spiegel, der mir gefällt. Träum ich? Du siehst ja aus wie Mikey. Willi, ich habe ein Attentat auf dich vor. Was? Jetzt wirst du erleben, wie ein Star geboren wird. Was wird denn das? Laila, du wirst es nicht glauben. Ich habe jemanden, der unser Problem löst. Willi Sauerlich. Noch etwas klein und pummelig, aber ein paar Wachstumsschübe und ein paar Pfunde abgespeckt, dann sieht er mit 18 aus wie Mikey heute. Ja, genau. Die Rolle des kleinen Bruders. Wie? Den kennt Salko schon? Ob er sofort? Ah, ich denke, das geht klar. Adele. Was hat das zu bedeuten? Du sollst dich nochmal in der Agentur melden. Meine Schwester will dich casten. Mich? Ach du Schreck. So, ans Köfferchen kommen wir nicht mehr, aber Fragen stellen. Verliert Mikey Hobler seinen Job? Sind Sie sehr abergläubisch? Verliert Mikey Hobler seinen Job? Sein Part ist erstmal auf Eis gelegt. Er scheint mit den Nerven runter zu sein. Ihn zu ersetzen wird die Fans sauer machen. Oh, dafür haben sie dich ja dann. Aber ich wollte jetzt noch das Abergläubische noch haben. Und dann gehen wir mit Gabi nochmal hin. Einfach, damit wir das alles komplett haben. Und ich nicht immer überlegen muss, war ich jetzt hier schon oder nicht. Sind Sie sehr abergläubisch? Ohne ein Toi 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 läuft nichts. Und was spricht gegen Glücksbringer?
Aber Achtung! Manche hängen glatt ein Hufeisen verkehrt herum auf. Die offene Seite gehört nach oben. Sonst fällt das Glück heraus. Das muss einmal gesagt werden. Also ja, ein bisschen schon. Okay, gut. Dann holen wir nochmal Gabi. So. Hallo, ich bin Gabi vom Fanclub Liebe macht Laune. Sind Sie gerade sehr beschäftigt? Zu tun gibt es immer was. Ich muss bald zum Set. Oh, dann sind Sie ja beim Dreh mit dabei. Warum befindet sich die Maske in einem Wohnwagen? Es sind mal wieder Umbauarbeiten im Gange. So lange bleiben wir ausquartiert. Hauptsache, in dem Chaos lassen sich alle nötigen Requisiten wiederfinden. Okay. Der Spiegel macht ja herrlich schlank. Es heißt, dass Kamerabilder jeden dicker aussehen lassen. Mein Spiegel bewirkt das genaue Gegenteil. Na, super. Filmen Sie jetzt nur noch den Spiegel, damit es auf Normalgröße kommt. Gut, haben wir hier irgendwas? Nee, ansonsten können wir hier zurück. Und nochmal hin. Das heißt, jedes TKKG-Mitglied bekommt eine Filmrolle oder so ähnlich. Wie können die Fans Mikey Hobler helfen, sein Drogenproblem in den Griff zu bekommen? Mikey und Drogen? Das würde einiges erklären. Ich denke, Mikey lässt sich helfen, wenn man ihm Geborgenheit vermittelt. Ich hoffe, das ist bald wieder der Fall. So, okay. Das war's. So, und jetzt Willi. Auf geht's. Casting-Agentur. Hallo? Ich bin's mal wieder. Ich soll mich casten lassen. Ah, Willi. Du wirst für die Rolle als Svens jüngerer Bruder Billy gecastet. Ich habe gerade deinen Probetext ausgedruckt. Den brauchst du unbedingt. Probetext? Mann, ihr verliert wirklich keine Zeit. Na, und dann mal los hier. Aha. Und ich spreche den Part des Billy? Genau. Erstmal geht es darum, sich den Text zu merken. Und wann soll ich zur Chefin? Layla castet gerade für ein Musical. Aber sie muss bald fertig sein. Mhm, okay. So, bald fertig sein. Das heißt, wir müssen warten und wir müssen eventuell uns den Text merken. Oder wie kommt mir das vor? Können wir das ja eben nochmal notieren. Stadt. Wie heißt du, Billy? Nicht sehr ausgeschmückt. An wen erinnert es? Vielleicht an deinen Freund Sven? Bin sein kleiner... Freund Sven... Kleiner... Da, okay. So, das sollte man ja irgendwie schaffen. Ja. Können wir die Patronen mitnehmen? Die sind immer so teuer. So, okay. Das heißt, wir müssen wieder warten. Nein, wir müssen nicht warten. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Wir müssen Gummibärchen mitnehmen. So, okay. Gut, Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Wenn die Okay, das hatten wir ja schon. Gut, hier kommen wir nicht rein. Müssen wir jetzt einfach nochmal dahin? Oder... Casting-Agentur. Ah, Willi. Na? Ja. Kennst du deinen Text? Meine Chefin hat jetzt gerade Zeit. Du kannst gleich durch. Na, sehr schön. Guten Tag, Frau Abendroth. Mein Name ist Willi Sauerlich. Ich soll mich für die Rolle des Billy casten lassen. Hallo, Willi. Schön, dass du es einrichten konntest. Meine Schwester hat nicht übertrieben. Ob du als Darsteller in Frage kommst, hängt zunächst davon ab, wie gut du Text behalten kannst. Ich habe den Probetext gelesen. Okay, alles klar. Zack, zack. Sehe ich Mikey Hobler tatsächlich ähnlich? Mhm, als kleiner Bruder würdest du durchgehen. Solange Mikey ausfällt, müssen eingeplante Szenen umgeschrieben werden. Dann kommt Billy ins Spiel. Dann habe ich endlich Grund, mir Starallüren zuzulegen. So, okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in die Kabine. Du bist bereit? Dann los. So, Willi, mir geht es darum, wie du rüberkommst und ob der Text sitzt. Gespickt wird nicht, aber das ist ja klar. Wir haben ich spreche immer erst den Part von Ellie, dann kommst du dran. Wir haben zum Glück keinen Zettel. Ja. Kenn ich dich?
Ich hab mich doch gerade vorgestellt. Ich bin der Neue. Ich bin neu in der Stadt. Ich bin Willi. Ich bin's, Willi. Ich bin neu in der Stadt. Und wie heißt du? Willi. Billy. Man nennt mich Klößchen. Ich heiße Billy. Mein Name ist Billy. Billy. An wen erinnerst du mich bloß? Vielleicht an deinen Sven-Freund. Ich bin sein breiner Kluder. Vielleicht an deinen Freund Mikey. Ich bin sein kleiner Bruder. Vielleicht an deinen Feind Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein großer Bruder. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. So. Dann wollen wir mal hören, wie das klingt. Kenn ich dich? Ich bin neu in der Stadt. Und wie heißt du? Billy. An wen erinnerst du mich bloß? Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Sehr gut, Willi. Genau so. Das saß perfekt. Oh, wer sagt's denn? Die sind heute von der ganz schnellen Sorte. Eben wurde dein Text für den Dreh gefaxt. Nimm ihn mit, lies ihn in Ruhe und geh zum Studio. Die wollen was ausprobieren. Ich bin perplex. Wow. Mensch, das ging auch gut. Ja, ich glaube. Oh, was kam hier? Unser Mann, Text. Da sind Emotionen gefragt. Ah, und wenn Tim der Statist ist, darf ich ihn als Pinseläffchen beschimpfen. Ganz professionell, versteht sich. Das wollte er auch schon immer mal machen. So, müssen wir uns den Text jetzt auch noch aufschreiben oder eher nicht? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Studio. Das wäre jetzt, glaube ich, die nächste Anlaufstation. Nebengebäude hier hinten. Mhm. Aber eigentlich müssten wir erst noch... Ah, unser neuer Darsteller. Sobald sich dein Freund Tim bei mir gemeldet hat, geht es los. Ah, okay. Na gut. Jo, das ist eindeutig. Warum kann das nicht immer so sein? Dann weiß ich doch gleich Bescheid. Ah, Tim. Gut, dass du kommst. Wir wollen sehen, wie wir dich am Set am besten einsetzen. Komm, wir gehen schon mal vor. Klasse. Gut, okay. Okay, also Tim ist weg. Müssen wir jetzt nochmal mit Klößchen dahin, damit wir auch rein können? Typisch. Erst halten sie einen hin und dann geht es noch ohne mich los. Na, nichts wie hinein. Ja, da mal los. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es geschieht. Das sind ja auch Herr Heberlein und Tina Marie. Tja. So, Willi, jetzt sind wir dran. Wenn ich und bitte sage, gehst du auf Maya zu und regst dich über ihr Techtelmechtel mit Tim auf. So wie es in deinem Skript steht. Ich kann meinen Text. Sehr gut, aber du musst doch die richtigen Gefühle an den Tag legen. Sonst ist der Regisseur in der Matz nicht zufrieden und lässt wiederholen. Es liegt an dir, wie lange sich der Dreh hinzieht. Hals und Beinbruch. Danke. Achtung, Kamera ab! Okay. Kamera läuft. Und bitte. Ich hoffe, ich muss den jetzt nicht... Aus! Bitte den Einsatz! Willi, du musst auf Maya zugehen. Ah. Warte. Achtung, Kamera ab. Kamera läuft. Und bitte. Hallo. Ach nee, gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Ach, und jetzt totelst du mit so einem Pinseläffchen herum? Ach nee, gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders... Ach nee, gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und jetzt totelst du mit so... Ach nee, gerade hab... Ach nee, ach nee. Oh Billy, es ist nicht so, wie du denkst. Wegen dir reißt Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in... Ich werde ihn in New York anrufen. Nein, sag ihm nichts. Ich liebe ihn, nur ihn. Okay, jetzt müssen wir nur diese Emotionen alle hinbekommen. Frage ist... Einsatz! Oh. Aus! Die Fuck. Vase, Junge! Die Vase! Ah. Das Ganze nochmal! So ein Scheiß, ey. Einmal tief durchatmen, Willi. Achtung, Kamera ab! Ich will's nochmal lesen. Kamera läuft! Ich hab's nicht gelesen. Und bitte! So ein Scheiß, ey. Ach nee, gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und jetzt totelst du mit so einem Pinseläffchen herum? Oh, Billy, es ist nicht so, wie du denkst.
Wegen dir reist Sven diesem blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Nein, sag ihm nichts. Ich liebe ihn, nur ihn. Und nun? Aus! Oh. Mikroschatten im Bild! Eine neue Vase und alles auf Anfang! Das ist ja gemein. Na super. Einmal tief durchatmen, Willi. Achtung, Kamera ab! Okay. Kamera läuft! Und bitte! Schon wieder. Ach nee, gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Oh, Billy, es ist nicht so, wie du denkst. Wegen dir reist Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Nein, sag ihm nichts. Ich liebe ihn, nur ihn. Aus! Die Szene ist im Kasten. Gute Arbeit, überlebt. Willi. Hast Talent, Junge. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Alle Achtung. Dankeschön euch allen. Gut. Starke Leistung, Willi. Cool. Wenn dem Sender dein Auftritt gefällt, geht es steil die Karriereleiter hinauf. Wir melden uns dann bei dir. Na, damit rechne ich nicht gerade. Aber es hat Spaß gemacht, mal dabei zu sein. Tja, okay. Cool. Können wir hier jetzt noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Nicht so spannend. Ja, nach unserem Einstieg als Weltstar würde ich mal sagen, wir schauen einfach mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Also dann, macht's gut. Ciao.